Also in meinen Upper Campus Workshops lernen die ganz sicher, wie man Presseaussendungen so formuliert, dass die in diesem Haifischbecken von konkurrenzierenden Nachrichten irgendwie überleben und dann zum End-User auf jeden Fall durchkommen. An den Upper Campus Workshops, die ich mache, in den Schreibwerkstätten, ist das Besondere die Praxiskomponente. Also wir, das heißt die Teilnehmer schreiben, schreiben, schreiben und dann reden wir drüber und dann schreiben die wieder. Das hat einen sehr hohen Wiedererkennungseffekt, was man für Fehler macht und wie man sich verbessert. Also die Haupttipps sind sozusagen mal ein Bauplan für richtig gebaute Aussendungen, Meldungen, à la alten Ägypter-Bauplan für die Pyramiden. Das zweite ist dann ein Trick, wie man die Schreibhemmung, das Kaninchen vor der Schlange-Syndrom, ein bisschen austricksen kann. Und das dritte ist schlicht und einfach üben, üben, üben.